Hallo und willkommen zu diesem Tutorial. Dieses Tutorial ist das erste einer Serie, mit dem ich euch die Erstellung von Dialogen und GUIs in AMA 3 näher bringen möchte. Dazu werden wir wirklich ganz simpel mit den Basics anfangen, bedeutet wirklich von der Planung an bis zum Erstellen des ersten Buttons, der ersten Textbox und später halt auch dann mit fortgeschrittenen Sachen wie Slidern, Listboxen oder mit HUDs. Heute werden wir aber mit einem ganz simplen Tutorial anfangen. Und zwar werden wir einfach einen kleinen Hintergrund erstellen und dort einen Button drauflegen, mit dem wir den Dialog wieder schließen können. Dieses Tutorial ist primär erstmal für Anfänger ausgelegt. Ich werde wirklich bei den Basics anfangen, die Steuerung des GUI-Editors zum Beispiel erklären oder auch wirklich die Defines erklären, was man dort eigentlich alles erstellt und einfügt, damit es alles ganz klar und verständlich ist, wenn man später, ja, fortgeschrittene Dialoge erstellen möchte, sag ich mal. Aber es gibt auch einige Grundvoraussetzungen, die ich mal stelle. Da wäre zum einen die Bedienung des AMA-Editors. Ihr solltet euch Hügis Scripting-Tutorials angeschaut und verstanden haben. Und der Umgang mit dem Notepad++ sollte bekannt sein. Dann kommen wir zum Inhalt. Da wäre der Dialog, den wir mit dem GUI-Editor erstellen. Anschließend den erstellten Dialog sichern, danach den Dialog exportieren und implementieren und ganz zum Schluss den Dialog aufrufen. Das soll es dann auch gewesen sein für dieses erste Tutorial. So, da wären wir auch schon im Editor. Also als erstes erstellen wir uns mal eine Einheit. Da nehme ich jetzt einen Zivilisten und wir gehen auf Vorschau. So, das wäre geschafft. Dann einmal das Menü öffnen. Dann haben wir hier die Konsole und rechts unten im Menüfeld den GUI-Editor. Den öffnen wir und dann bekommen wir auch hier schon dieses Raster. So, um jetzt ein neues Element zu erstellen, machen wir einen Rechtsklick. Dann kommt dieses Menü hier. Da haben wir viele Klassen zur Auswahl, Objekte zur Auswahl. Einmal Button, Checkbox, Combobox und erste Text und so weiter. Die einzelnen Objekte erklären sich im Verlauf der Tutorial-Reihe. Wir fangen jetzt erstmal an mit der Textbox und dem Button. Das sind so die zwei wichtigsten Elemente, die ihr auch später wahrscheinlich primär verwenden werdet. So, dann nehmen wir die erste Text hier, klicken auf OK. Und jetzt, wo das Objekt erstellt, ist nur nicht sichtbar. Darum merkt euch, wo ihr hinklickt. Das ist nämlich hier. Mit Linksklick ausgewählt können wir das Objekt verschieben, wohin wir wollen, auf dem ganzen Monitor. Um das Objekt von der Größe zu ändern, einmal Alt drücken und mit dem Mauscursor zum Beispiel dort, von welcher Ecke aus ihr arbeiten wollt, hinklicken, linken Mausbutton und das Ganze zurechtziehen. Dann sieht das so aus, ich platziere das Ganze mal etwas mittig. So, sobald ihr mit der Maus runtergeht, verschwindet das Ganze, hat den Grund, es ist noch ein unsichtbarer Background mehr oder weniger. So, jetzt einen Rechtsklick drauf, dann kommt dieses Fenster hier. Dort oben ist einmal Class, das ist der Classname des Objekts, wenn ihr es nachher exportiert und in der Description anlegt oder beziehungsweise einfügt. So, jetzt nehmen wir hier mal einen Classname, nehmen wir Background, weil ich das Textfeld einfach als Hintergrund nutzen möchte. Text brauche ich hier in dem Objekt jetzt gar nicht, weil es wie gesagt nur einfach farbiger Hintergrund ist. Text Color kann ich auch ignorieren. So, kommen wir hier zur Background Color. Ich möchte jetzt wie hier so einen teiltransparenten schwarzen Hintergrund. Nehmen wir 0, 0, 0. Das sind die RGB-Werte, die ersten drei. RGB. Und zum Schluss die Transparenz. Nehmen wir 0,8. So, das wäre geschafft. Jetzt haben wir hier Active Color. Kommen wir später zu. Dann Tooltip ist im Endeffekt nur ein Text, der aufgeht, sobald ihr mit dem Mauscursor über dieses Objekt geht. Erstmal nicht wichtig. Text Size, die Schriftgröße, können wir hier auch vernachlässigen. Und dieser nächste Punkt, Position Type, ist relativ wichtig. Hier haben wir, wenn ihr es einmal aufmacht, den Eintrag Absolut, Safe Zone und Grid, GUI Grid. Absolut hat was mit der Positionierung des Objekts auf dem Monitor zu tun, sag ich mal. Absolut ist die Position und die Größe der Objekte immer gleich, sprich absolute fixe Werte. Safe Zone sind ja relative Werte, die das Objekt immer relativ zur Auflösung des jeweiligen Klienten
mehr oder weniger steuern oder regulieren, dass der Dialog oder das GUI bei jedem Klienten möglichst gleich aussieht. Dass es jetzt nicht der Fall ist, wenn jemand eine Auflösung von 5000 mal 3000 hat, dass bei ihm das Menü ziemlich klein ist und bei anderen Leuten, die zum Beispiel mit 800 mal 600 spielen, das Menü nicht einmal ins Display rein oder auf den Monitor passt, wenn ich absolute Werte habe. Von daher werde ich in dieser Tutorial-Reihe auch immer mit Safe Zones arbeiten. GUI Grid, vom Prinzip dasselbe, ist mit AMA 3 neu eingeführt worden, habe ich mich persönlich noch nicht mit beschäftigt oder möchte ich auch nicht, weil Safe Zones erfüllen ihre Funktionalität ganz genauso. Dann haben wir hier noch einmal Class RSC Text, ist im Endeffekt nochmal der Class Name des Objektes, welches wir gerade bearbeiten, und eine IDC, in dem Fall 1000, ist eine eindeutige Nummerierung des Objekts, mit der wir später ansprechen können. So, alles soweit angepasst, dann einmal OK geklickt. Wie wir jetzt sehen, das Objekt ist jetzt teiltransparent. Wenn wir rübergehen, wird es ein bisschen dunkler, ist das ausgewählte Objekt und hier links oben steht Background, das ist der Classname des Objekts. Das ist natürlich nachher im Spiel nicht sichtbar, ist nur hier im Editor eine Hilfe, damit wir wissen, okay, dieses Objekt ist das und wir haben es auch schon beschriftet. So, als nächstes möchte ich einen Button erstellen, dazu wieder Rechtsklick und wir wählen RSC Button aus. Klicken einmal OK und hier haben wir jetzt den Button, der schon teiltransparent ist. Den können wir wieder verschieben, wo wir ihn haben möchten. Ja, so ungefähr mittig, fast mittig. Um ihn zu bearbeiten, wieder einmal Rechtsklick. Wichtig ist dann den Classname einzutragen. Tragt am besten eindeutige Classnames ein, jetzt nicht einfach nur ABC, weil wenn ihr nachher große Dialoge habt, wird es absolut unübersichtlich und ihr wisst nicht, was ihr da überhaupt fabriziert habt. Von daher würde ich jetzt sagen, mit dem Button möchte ich den Dialog schließen, also Button Close nenne ich ihn mal. Und als Text Close. So, jetzt hat das Programm auch schon Safe Zone hier eingetragen bei der Position, weil ich das letzte Objekt ebenfalls mit den Einstellungen Safe Zone erstellt habe. Somit, wenn ihr von vornherein dran denkt, bleibt euch nachher viel erspart und ihr müsst nicht alles von Hand umstellen. So, Back Text Color lassen wir hier auf Standard, weiß, da kommen wir noch später zu, wie man die Farbe ändern kann. Dann Background Color, brauchen wir auch erstmal nicht. Active Color, alles gut soweit. Und Tooltip können wir hier gerne testweise mal eintragen. Klick mich, um den Dialog zu schließen. Text Size minus 1 ist ein Default-Wert, lassen wir hier einfach mal so. Hier sieht man wieder das Objekt, den Classname vom Objekt, RSC Button und wieder eine eindeutige IDC, in dem Fall 1600. Einmal OK geklickt und wie eingestellt, Button Close, hier oben der Classname wieder. Ja, das war's soweit erstmal zur Objekterstellung. Der nächste Schritt wäre jetzt das Exportieren der beiden Objekte. Dazu kann man ganz einfach erstmal F1 drücken, dann kommt dieses Hilfefenster hier. Dort sind auch mal ganz grob die einzelnen Funktionen hier erklärt. Da haben wir hier mit Control oder Steuerung können wir die Objekte, die wir platziert haben, an dem Grid, was im Hintergrund liegt, ausrichten. Ist dann recht sinnvoll, wenn man große Dialoge mit vielen Objekten hat, dass man einfach vermeidet, dass es leichte Unterschiede gibt und die Objekte nicht parallel ausgerichtet sind. So könnt ihr die Objekte, wenn ihr mit Steuerung drückt, an X und Y Raster im Gitter ausrichten und es wirkt alles schön gleichmäßig und ordentlich. Mit Alt, ganz klar, Größe modifizieren und mit Alt und Shift könnt ihr die Objekte in einem gewissen Verhältnis oder mit gleichbleibenden Proportionen die Größe ändern. Am besten einfach mal mit dem Editor sich lange beschäftigen, einfach wild Objekte platzieren, verschieben, dass ihr die Tastenkürzel drauf habt. Das ist nachher relativ wichtig, wenn man damit effektiv arbeiten will und nicht jedes Mal nachlesen muss, wie es eigentlich funktioniert. So, als nächster Schritt für uns erstmal primär sind die Funktion Export to GUI Editor Format with Line Breaks. Das nutzt man dafür, Das nutzt man dafür, um den jetzt erstellten Dialog sich zu speichern, in dem Format, wie der GUI-Editor
den Dialog später wieder öffnen kann. Weil würden wir ihn direkt exportieren, würde es Probleme geben und der Editor könnte das Objekt oder diesen Dialog später nicht mehr lesen und eine Veränderung wäre unmöglich. Von daher würde ich euch empfehlen, jeden Dialog, den ihr erstellt, bevor ihr ihn zum Config-Format exportiert, einmal zu diesem Editor-Format exportieren und eure Sicherungsdatei anlegen. Das Ganze mache ich jetzt gleich mal. Alt, Ctrl und S wäre dieses Format. Sagt man Alt, Ctrl und S. Dann kommt auch schon dieses Fenster. Project Title. Im Endeffekt nur eine Projektbeschreibung, dass man weiß, beim Exportieren, was man da eigentlich gebaut hat. Nennen wir hier einfach mal, nennen wir das Fenster Dialog Tutorial. Dialog. So. Dann OK geklickt. So, und jetzt ist das Ganze im Zwischenspeicher. Der nächste Schritt ist jetzt auf den Desktop zu gehen, beziehungsweise das Notepad zu öffnen und den Inhalt dort einzufügen, um das Ganze dann als Sicherung irgendwo abzulegen. Wenn wir das Ganze dann kopiert haben, fügen wir das in eine Textdatei ein, hier jetzt in meinem Fall die Sicherungs.txt. Und dann sieht das Ganze so aus wie hier. Das ist jetzt dieses Format, was ihr braucht, um den Dialog später wieder nachträglich nochmal bearbeiten zu können. Ich empfehle euch aber, überlegt euch wirklich genau vorher, was ihr machen wollt, denn nachträglich den Dialog zu bearbeiten ist wirklich unschön, weil ihr gegebenenfalls auch dann die ganzen Control-Elemente, sprich die Aktionseinträge, die hinter einem Button liegen und sowas, eventuell alles neu machen müsst und das ist Arbeit, die kann man sich sparen, wenn man vorher sein Hirn einschaltet und einmal eine ordentliche Planung macht, sich überlegt, was brauche ich in einem Dialog, was macht Sinn und was ist einfach nur Schwachsinn und was sind Funktionen, die ich mir jetzt ausdenke, aber wahrscheinlich niemals realisieren werde. Also einfach mal vorher kurz überlegen, was brauche ich, was macht Sinn und dann anfangen zu arbeiten, weil kopflos irgendwo ranzugehen, bringt's nicht. Wenn ihr das jedoch irgendwann mal, in die Situation kommt, dass ihr den Dialog nachträglich bearbeiten möchtet, wenn ihr sagt, okay, nee, das passt gar nicht, oder ihr im Team arbeitet und anderen gefällt der Dialog nicht, dann einfach einmal diesen Bereich zwischen dem Dollarzeichen, also einschließlich Dollarzeichen und diesen eckigen Klammern hier, diesen Bereich kopieren und dann einfach ins Spiel gehen und dort den GUI-Editor öffnen. Dann wird dieser Dialog wieder so geladen, wie ihr ihn hier ein oder vier zuletzt bearbeitet habt. Nachdem wir jetzt wissen, wie wir einen Dialog sichern und wieder öffnen, werden wir den erstellten Dialog exportieren, dass wir ihn später auch in AMA laden können. Dazu drücken wir noch einmal F1, schauen uns das Tastenkürzel an, welches wir brauchen. Wäre in unserem Fall Export to Config Format. Dazu die Kombination Shift, Steuerung und S. Okay, erstmal schließen. Shift, Steuerung und S. Dann flackert das Bild einmal. Das ist für euch der Hinweis, okay, das Ding liegt jetzt im Speicher. Und wir können wieder zum Notepad wechseln und das Ganze dort einfügen. Und wir sind wieder zurück im Missionsordner. Der nächste Schritt ist jetzt, wie bereits gesagt, das exportierte Material einzufügen. Haben wir hier den exportierten Teil im Config-Format. Wir bekommen diesen kompletten Block als Output, wenn wir es hier einfügen. Und dort sind erstmal relativ viele unnütze Geschichten bei, die wir entfernen können. Das wäre einmal Editor-Output, den können wir wegmachen. Und hier noch so ein kleiner Hinweis, einfach to do localize. Sprich, lokalisieren bedeutet einfach nur das Ganze mehrsprachig kompatibel machen. Das ignorieren wir erstmal. Was bleiben sollte, sind im Endeffekt nachher diese beiden Klassen hier. Einmal die Class Background als RSC-Text formatiert und die Class ButtonClose als RSC-Button. Gut, wenn das soweit ist, brauchen wir natürlich noch weitere Elemente. Die habe ich hier mal vorbereitet. Das wären zum einen die Dialogklasse. Diesen Dialog nenne ich einfach mal Tutorial Dialog. Darin ist definiert die IDD. Das ist eine eindeutige Zuweisung des Dialoges. Dem gebe ich mal die Nummer 5000. Und Moving Enable
0. Bedeutet einfach nur, dass ihr diesen Dialog nicht auf dem Bild hin und her schieben könnt. Dann haben wir die Class Backgrounds. Die benutze ich immer für ja, Elemente, die man nicht ansteuern soll oder die keine Ansteuerungsaufgabe haben, einfach nur für Hintergrund und ja, Designobjekte. Der andere Part wären dagegen die Class Controls, sind zum Beispiel Buttons, Textfelder, in die man etwas eingeben kann, und Textboxen oder halt Textfelder, die einen Wert ausgeben. Einfach alle Objekte, die in irgendeiner Form angesteuert werden. Um das Ganze jetzt gangbar zu bekommen, kopieren wir uns diesen ganzen Teil einfach mal. So. Fügen das oberhalb dieser Datei ein. Dann ist das Ganze auch schon mal erstmal farblich und übersichtlicher. Wir haben Class Background. Ist ganz klar, wo das wohl hin muss. Und zwar unter die Class Backgrounds. So. Rutscht manchmal ein bisschen. Wieder etwas ordentlich formatieren, damit man es auch gut überblicken kann später. Das gleiche machen wir mit der Class Controls. So. Zack, zack, zack. Damit wäre es das getan fürs Erste. Diesen Dialog können wir dann später in-game über diesen Classname aufrufen. So wie der Dialog jetzt hier steht, wird er aber noch nicht funktionieren. Es fehlen nämlich noch die Defines. Die Defines sind Dateien, oder Dateien kann man nicht sagen, sind Klassen, die quasi die ja, Grundeinstellung für gewisse Objekte hinterlegt haben. Zum Beispiel ist in den Defines eine ESC-Text und ESC-Button definiert und die geben diesen Objekten quasi ihre Grundeinstellung, die wir hier nur noch anpassen können, indem wir sagen, okay, ich erstelle einen Button Close, der auf die Base-Class ESC-Buttons zugreift und modifiziere dann die Werte zum Beispiel Text, die Position XY, die Breite und die Höhe des Objekts sowie dann zusätzliche Parameter, zum Beispiel Tooltip. Die Defines habe ich hier mal vorbereitet, da werde ich in einem späteren Part noch drauf zu sprechen kommen. Hier geht es heute erstmal nur einfach um die grundlegende Erstellung eines einfachen kleinen Dialogs. Sieht relativ wild aus, ist aber nichts Besonderes hier, das sind einfach nur vordefinierte Styles, sag ich mal. Hat uns jetzt weniger zu interessieren, darauf gehen wir später ein. Hier haben wir dann die Klassen, einmal ESC-Text, die wir benötigen, und ESC-Button. Es gibt später natürlich noch viele weitere Objekte wie Listbox und Slider. Wird auch alles hier definiert, nur habe ich erstmal rausgenommen, weil ich immer versuche, eine Mission oder ein Add-on auf das Minimum zu reduzieren, um einfach Chaos zu vermeiden und eventuelle Fehler gleich auszuschließen. Wie man sieht, haben wir hier die Grundeinstellung Text, die wir natürlich in unserer Datei durch diesen Eintrag hier überschreiben lassen. Sprich, was wir hier eintragen in dieser Datei, überschreibt den Wert der Defines, weil die Defines einfach nur eine Grundeinstellung sind. Da haben wir hier Color Background, Color Text. Das können wir hier festlegen, weil dann sieht es so aus, dass die Farbeinstellungen für alle Objekte des Typs ESC-Text gleich sind. ESC-Text ist in diesem Fall auch eine AMA-Standard-Klasse. Von daher sollte man sich überlegen, ob man eventuell für seine eigenen Dialoge zum Beispiel eigene Classnames nimmt, wie Dialog-Tutorial-Text oder ähnliches. Ich lasse es aber soweit erstmal, weil es der Verständlichkeit halber ja, nicht unbedingt problematisch ist. Das gleiche haben wir hier mit dem ESC-Button. Ist ebenfalls Standard, mit Standard werden ausgestattet, Text wieder. Dann haben wir hier, können wir hier die Farben angeben, Textfarbe oder eine Farbe, wenn der Button ausgeschaltet ist. Da gibt es nachher noch Befehle, auf die wir dann in späteren Teilen zu sprechen kommen, wie man Buttons deaktiviert oder auch komplett ausblendet. Color Focused, wenn man diesen Button gerade aktiv hat, dann ist der leicht am, ja ich sag mal, flackern oder am pulsieren. Und man kann durch Enter klicken einfach nur bestätigen. Genau wie hier die Grundwerte X, Y, W, B und H, die wir natürlich mit unserer Einstellung überschreiben. Gut. Um den Dialog jetzt nutzen zu können, müssen wir diese beiden Dateien natürlich noch implementieren.
Normalerweise könnte man das alles auch in die Description.exe, die ich hier vorbereitet habe, einfügen. Wäre aber unschön, weil die nachher extrem unübersichtlich und ja, auch eine riesige Datei wäre, in der eine Fehlersuche die reinste Katastrophe wäre. Von daher handhabe ich es in den Tutorials immer so, dass ich einzelne Dialoge und Defines in der Description einfach nur definiere, beziehungsweise dass ich darüber dann ja eine Verlinkung erstelle, damit die Description sauber und übersichtlich bleibt. Wichtig ist, dass zum Beispiel hier die Defines und die Dialoge als sogenannte HPP, ja, Dateien festgelegt sind. Das sind Dateien, in denen man in AMA, ja, Dialoge oder Definitionen hinterlegen kann. Dazu, um diese Dateien einzubinden, einfach Raute, Include und dann Dialog. Moment, das war falsch. Defines.hpp und Raute Include Dialog.h. Huch, HPP. Wichtig hierbei, ihr braucht hier kein Semikolon am Ende. Auch wenn vorherstehend oder nachherstehend noch irgendwas kommt. Vorherstehend schließt ihr natürlich ab, aber nachstehend braucht ihr es nicht mit dem mit einem Semikolon abschließen. Wichtig ist noch hier zu beachten in der Reihenfolge. Die Defines müssen grundsätzlich an erster Stelle stehen, weil sonst habt ihr nachher das Problem, sobald ihr den Dialog öffnet, dass ihr eine Fehlermeldung bekommt, Klasse nicht vorhanden oder in so in der Form. Und ihr könnt den Dialog nicht aufrufen. Von daher immer darauf achten im ersten Moment, Defines oben stehen lassen. Das Ganze ging jetzt natürlich relativ schnell, von daher nochmal ein kurzer Überblick, was eigentlich die letzten paar Minuten jetzt genau gemacht worden ist. Wir haben einmal das Ding Dialog an sich in der Dialog.hpp erstellt. Dazu den Dialog unter der Class Tutorial Dialog angelegt mit den Elementen Background, RST Text und dem Button. Anschließend die Defines eingefügt in den Missionsordner mit den beiden Klassen RST Text und RST Button und schließlich das beides eingebunden in der Description.ext. Dazu include defines.hpp und dialog.hpp. Was ihr nicht vergessen dürft, ist, dass Änderungen in der Description.ext generell die Mission neu geladen werden muss im Editor. Heißt einfach nur einmal einen Klick oben auf den Button, neu laden und fertig ist. Genauso wie Änderungen in der HPP. Sobald ihr irgendwas in Form Dialoge, Soundeinbindungen und ähnlichen ändert, immer einmal die Mission neu laden, weil sonst keine Änderungen übernommen werden. Hier nochmal eine kleine Korrektur. Es muss natürlich nicht Background, es muss Controls Background heißen. Sonst bekommen wir diesen Part nicht angezeigt. Gut, das wurde gefixt. Jetzt ist der Teil soweit fertig. Jetzt geht's wieder zurück ins AMA und wir rufen den Dialog einfach mal auf testweise. Gut, das wäre soweit geschafft. Jetzt haben wir die Mission einmal neu geladen, gehen auf Vorschau und öffnen die Konsole. Dort habe ich schon mal vorbereitet, unterstrich okay, gleich Create Dialog, Tutorial, unterstrich Dialog. Das führen wir einmal aus und da ist unser kleiner Dialog mit dem Button Close. Hier auch der kleine Tooltip, der auffliegt, klick mich, um den Dialog zu schließen. Kann ich jetzt machen, passiert noch nicht viel, weil wir diesem Dialog noch keine Aktion hinterlegt haben. Das folgt jetzt im nächsten Schritt. Dafür einmal mit Escape können wir den Dialog beenden, um ihn zu schließen, wenn keine Schließmöglichkeit da ist, aber die werden wir jetzt einbinden. Also einmal zurück in den Missionsordner und Notepad geöffnet. Und wieder zurück im Notepad. Jetzt fügen wir unserem Button eine Aktion hinzu. Das Ganze machen wir über den Eintrag Action gleich, dann Anführungszeichen und ein Semikolon. Und innerhalb dieser Anführungszeichen können wir dann entweder einen Codeblock einfügen, den wir ausführen möchten, ein Skript ausführen lassen oder direkt ja eine Aktion. Machen wir mal, dass wir den Dialog wieder schließen können.
Dazu Close Dialog 0. 0 ist immer der aktive oder das aktive Element. Dann habe ich mir angewöhnt, da hinten ein Semikolon reinzumachen. Man kann auch mehrere Zeilen dort eintragen, ist aber unschön. Versucht, wenn möglich, das Ganze über Funktionen oder Skripts darüber aufrufen zu lassen. Oder hier in dem Fall, wenn es nur das Schließen ist, dann reicht auch einfach so ein kleiner Eintrag. Close Dialog 0 und fertig ist. Das Ganze einmal speichern und wieder zurück ins Spiel. Und wir sind wieder im Spiel, die Mission einmal neu geladen, dann auf Vorschau. Das Menü wieder öffnen, wir spawnen wieder unseren Dialog, schließen das Menü und klicken unseren Button an und es funktioniert. Unser Dialog wird geschlossen. Das können wir jetzt beliebig aufmachen, wenn uns sehr langweilig ist. Aber somit haben wir unseren ersten kleinen Dialog erstellt mit einer simplen Grundfunktion. Das soll es noch erstmal gewesen sein mit dem Tutorial. Falls ihr noch Fragen habt, in die Kommentare oder gerne auch in unser Forum. Und dann bis zum nächsten Mal.